Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Kommt er zurück? So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Und bei diesem Legung beantworte ich die Frage, ob er zurückkommt und auch warum ist er gegangen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Ich schaue das auch astrologisch an und ihr wählt, möchtet das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie, die Berechnung und die Deutung. Selbstverständlich kommt noch die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, kommt er zurück, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Sialena ist der mediale Name. Liebe Sialena, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast eine kurze Frage gestellt, ob er zurückkommt. Und genau das schauen wir an. Erstmal kommt deine persönliche mediale Botschaft. Diese medialen Botschaften sind nicht meine eigenen Gedanken. Ich beeinflusse das auch nicht. Und ich lese das auch nicht vor von Karten, sondern ich empfange diese Botschaften. Und jetzt kommt deine persönliche mediale Botschaft. Mach bitte eine Übung, damit das alles dreht. Nimm sein Foto und sage ihm, ich stehe ins Licht und mein Geist wirkt, weil ich fühle mich frei. Wenn du mit mir gespielt hast, dann gehe. Wenn du mich liebst, dann bist du wieder bei mir. Ich sende diese Worte ins Raum und ich weiß ganz genau, das kommt bei dir an. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schauen wir das astrologisch an. Du hast die indische Astrologie gewählt. Nach indischer Astrologie bist du in der Kreiszeichen Zwillinge geboren. Dein Aszendent ist Fischen. Er ist nach indischer Berechnung in der Kreiszeichen wiedergeboren. Sein Aszendent ist Krebs. Mond bedeutet die Gefühle. Mond symbolisiert die Gefühle. Bei euch ist es gleich, befindet sich in der Kreiszeichen Zwillinge. Und habt ihr auch die gleiche Mondhaus. Was die Liebepartnerschaft betrifft, seid ihr auch in Harmonie. Sogar die Gespräche ist stimmig. Ihr seid sehr ähnlich und ihr steht auch sehr nah. Die beiden Horoskopen harmonisieren miteinander. Ihr habt sogar die gleichen karmischen Lernaufgaben. Ihr habt auch die gleichen karmischen Erfahrungen und den karmischen Weg. Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn ist der Schicksalsplanet und auch der Planet der Karma. Bei euch beiden steht im Schütze. Das bedeutet, beweglich zu sein, verschiedenen Pläne haben oder Richtungen. Schütze hat auch mit Reisen etwas zu tun, auch mit Ausland etwas zu tun. Diese große Reise kann auch natürlich
die Gedanken sein oder eine innere Reise. Die alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen sind bei euch beiden in Tierkreiszeichen Fischen. Ihr seid sehr intuitiv, kreativ. Ihr habt einen ganz intensiven Bezug zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle und habt ihr euren Träume und Visionen. Manchmal schwimmt das ein bisschen und bei Tierkreiszeichen Fischen muss auch aufpassen, weil das sind zwei Fischen. Die eine gehört zu diesen Menschen, die das Leben vertrauen, das Fluss des Lebens vertrauen und haben einen großartigen Glauben, Glauben an sich selbst, Glauben an ihren Vorhaben, Glauben an die Liebe. Und durch diese Vorstellungskraft, diese großartige Glauben, sind sie davon überzeugt, es wirkt auch. Und alles schwimmt auch dir zu. Hier ist die Reichtum, das Glück verborgen. Die andere Richtung, wo auch viele Fischen geboren, diese Richtung wählen, die zweifeln ständig, haben Angst vor Leben, sie trauen nichts zu. Dann haben sie die Träume, Visionen, aber sie trauen das nicht umsetzen in Tat. Und das sind die zwei verschiedene Richtungen. Also es ist wichtig auch überlegen, welche Richtung denkt man und fühlt man, das ist auch sehr wichtig. Also in die Tierkreiszeichen Fische, da seid ihr vertraut und da habt ihr euren Erfahrungen gemacht in früheren Leben. Es gibt aber eine neue Richtung, das ist das Schicksalsweg, das ist noch alles Neuland, aber das hilft, das befreit und das ist Jungfrau bei dir, Jungfrau und bei ihm auch Jungfrau. Das heißt, euer Leben in Ordnung zu bringen und Verantwortung übernehmen, das Alltag auch leben, kluge Entscheidungen treffen, auf die Gesundheit achten, etwas bereinigen, aber beide im Gleichgewicht halten, weil man darf die alte Karma auch nicht ablehnen, weil sind auch sehr viele Schätze dabei. Und da habt ihr die gleiche Lernaufgabe, die gleiche karmischen Erfahrungen gemacht, den gleichen karmischen Weg, das gleichen Schicksalsweg. Und ansonsten seid ihr sehr, sehr ähnlich, könnte ich sagen, das ist ein Zwillingsseele. Jetzt schauen wir die Mondhäuser auch ein bisschen an. Was ist das überhaupt? Das erzählt die indische mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebte sich in eine hübsche junge Dame und wollte heiraten. Und der Vater des Mädchens hat geantwortet, ja, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Schwestern auch heiraten. Und es waren 27 Geschwister. Nun, dem Mond ist nichts anderes übrig geblieben. Er hat alle 27 geheiratet und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen und das ist die Bewegung des Mondes, die Tagesbewegung und jede Frau, jede Mondhäuser beschreibt bestimmte Eigenschaften. Und dazu kommen noch die Einflüsse von Sternen, das ist sehr interessant, da ein bisschen damit beschäftigen, kennenlernen überhaupt, das ist wirklich wie ein Märchen. So nehme ich das mal wahr. Und in dein Horoskop befindet sich deine Sonne. Also nach Berechnung ist das im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und die Mondhaus heißt Punarvashu. Und diese Punarvashu bedeutet etwas Neues geboren werden. Ein gewisser Stille und Rückzug und wenn du das verspürst, das kann auch eine meditative Haltung sein, wenn du das dir erlaubst, Zeit zu nehmen, nachdenklich zu sein, dann in diesem Stille kommst du zum großartigen Ideen. Interessant ist, dass bei dir nicht nur die Sonne steht in diesem Mondhaus, sondern dein Mond auch. Das heißt, du bist kurz nach Neumond geboren, wo Sonne und Mond im gleichen Tierkreis zeichnen, bei dir nicht im gleichen Gradzahl. Neumond war vorbei und hat die zunehmende Mondphase begonnen,
aber Sonne, Mond ist bei dir. Beide Lichter stehen in diesem Mondhaus Punarvashu und bei ihm, sein Mond ist auch hier, weil sein Mond ist auch Zwilling. Also da habt ihr auch sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Dieser Mondhaus wird von Sirius bestrahlt, wird von Castor und von Pollux bestrahlt. Sirius ist ein ganz berühmter Stern, einer von den hellsten Sternen überhaupt, heißt auch das Leuchtende. Beleuchtet das Weg, dann kommen die Plejaden, die sieben Geschwister, und zeigt eine Richtung, weil dieser Stern Sirius befindet sich im großen Hund, und das ist die Hund von Orion. Orion ist der himmlische Jäger, und das sind die Jagdhund von Orion, und zeigt eine bestimmte Richtung. Und diese Richtung ist sehr wichtig, weil das ist die Nordpol, die Polarstern. Und dieser Polarstern befindet sich im kleinen Bär oder kleinen Wagen. Und das ist für dich wichtig, aber auch für ihn auch wichtig. Bei dir auch, da bekommst du die Klarheit, und das sagt auch dein Gefühl. Und bei ihm ist, beeinflusst seinen Gefühlen, dass ihr eine Orientierung habt, dass ihr Ziele habt oder mehrere Ziele, aber konzentriert ins Ziel zu bleiben und das auch verwirklichen, also nicht nur träumen, sondern wirklich das in Tat umsetzen, dass ihr in Realität erlebt, im Alltag auch erlebt, und das ist schon Richtung Jungfrau, das ist das karmische Weg auch, da kommt alles in Ordnung. Nicht nur Sirius bestrahlt dieser Mondhaus, sondern auch Castor und Pollux, und das sind die beiden Zwillinge. Die eine hat göttliche Abstammung, das ist Pollux, Castor hat eine menschliche Abstammung, sie stehen miteinander in Verbindung. Und das ist ein Symbol an unserem höheren Bewusstsein. Unserem höheren Bewusstsein. Dass wir damit bewusst sind, dass wir ein Teil von der Schöpfung sind, und die Verbindung ist immer da. Deine weibliche Kraft, deine weibliche Energie symbolisiert Venus. Und Venus befindet sich in indischen Berechnung im Löwe. Löwe ist die königlichen Tierkreiszeichen, steht auch im Mittelpunkt. Und die Löwengeborenen haben dieses Privileg, sich königlich auch fühlen und so sich auch zeigen. Du bist zwar nicht im Löwe geboren, aber deine weibliche Energie liegt im Löwen. Und die Mondhaus, wo dein Venus liegt, heißt Makha. Und das ist die Königin unter den Geschwistern, nicht nur weil im Löwe steht, sondern wird von Regulus bestrahlt. Und Regulus ist einer von den königlichen Sternen, wurde tausenden von Jahren verehrt. Stern, die Könige oder Kaiser oder die die Macht haben, das ist dieser königliche Stern. Und bei diesem Geschwister heißt auch, sie ist die Königin. Und so sollst du dich fühlen als Frau. Wenn ich deine alte Karma betrachte, das ist, sein Karma ist das gleiche, ihr habt gleiche karmischen Erfahrungen, das beschreibt Ketu. Und Ketu befindet sich in einem Mondhaus, und dieser Mondhaus heißt Revati. Und die Bedeutung ist, alles, was ihr beginnt, egal welchen Weg ihr das durchzieht, ob das leichten Weg ist oder einen schweren Weg, ihr bringt das zum krönenden Abschluss. Und diese karmischen Erfahrungen habt ihr beide gemacht. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Die erste Frage ist, wie lebt er gerade? Was macht er gerade? Das zeigt hier diese Karte unten. Er hat Stress oder
Er hat Streitigkeiten, ihm geht es nicht gut. Er hat das Gefühl, er bekommt keine Luft. Er wird klein gemacht, jemand prügelt auf ihn ein und die Zahl 9 bedeutet, er stoßt an seinen Grenzen. Er kann sich nicht wehren. Die zweite Frage, hat er das geplant, dass er geht? Die Antwort zeigt diese Karte. Nein, er hat es gar nicht geplant. Das war wie ein Blitz. Aus Impuls heraus hat er gehandelt. Bei diesen Handlungen ist auch sehr wichtig die Mars-Position. Mars ist der Planet, was alles in Bewegung setzt. Auch die Kraft und die Mut dazu. Bei männlichen Personen spielt eine große Rolle, weil Mars zeigt, der Mann, das ist männliche Energie. In seinem Horoskop befindet sich im Zwillingen und die Mondhaus heißt Atra und hier liegt die Lebenskraft, dieses Potenzial. Und er hat diese innere Kraft und wenn er was will, er hat die Kraft und Mut, das auch machen. Manchmal kommt es impulsiv, so wie ein Blitz und so hat auch gehandelt. Warum hat er das gemacht? Dieses Bild zeigt Kontakte an. Das ist wie ein Netzwerk, das kann Internet sein, aber auch Telefongespräche. Und die Luftelement zeigt auch Kommunikation. Immerhin, die Worte werden über Luft übertragen. Er hat neue Kontakte gesucht, gefunden und das war ein Auslöser, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Es muss nicht bedeuten, dass er fremd geht oder eine andere Frau in Rolle spielt. Das kann auch männlich sein, wo ihn beeinflusst. Ich schließe aber nicht aus, dass er mit Frau oder Frauen kontaktiert hat. Ich sehe in diesem Bild jetzt nicht die Liebe oder die Intimität. Das ist die Netzwerk. Und das hat einen Einfluss oder etwas ausgelöst bei ihm. Was sind deine Erwartungen? Das zeigt diese Karte an. Dieser Rad symbolisiert das Rad der Schicksal. Welche Richtung dreht sich dieser Rad? Entweder dreht sich in Richtung, dass er von dir entfernt, oder dreht sich in andere Richtung, dass er mehr in deine Nähe kommt. Kommt ihr näher oder ihr entfernt euch? Deine Erwartung ist, es ist wieder zusammen seid, dass dieses Schicksalsrad in deine Richtung dreht und dass alles Früchte trägt. Diese Karte hat auch nochmal eine Bedeutung, weil das ist eine Zeitkarte und das ist Oktober. Also das kann ein Hinweis sein, dass dein Wunsch zur Erfüllung geht und er kommt zurück. Hättest du das verhindern können? Diese Karte ist sehr interessant. Das ist das Zuhause. Unten ist die Feuer, das ist die Wärme. Und alles ist offen. Dieses Fenster ist offen, das zweite Fenster ist offen, diese Tür ist offen. Das ist die Offenheit, die Einladung auch. Du hättest vielleicht das verhindern können mit Offenheit oder Einladung oder über Gefühle zum Sprechen. Aber er hat ganz spontan gehandelt. Es war vielleicht in diesem Augenblick schwierig. Aber lass die Tür offen. Lass ihm das offen. Was hat das alles ausgelöst? Diese Karte zeigt erstens die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Das ist schon die Zahl 4. Aber bei diesem Haltung, bei diesem Bild, vermittelt mir das, ihm bedrückt etwas. Was hilft dir? Oder wer hilft dir? Das zeigt diese Karte. Das ist schon die Magie oder ein magisches Ritual. Aber hör auf diese mediale Botschaft. Nimm sein Foto und sprich mit ihm.
und versuch an diesem Kraft, die Gedanken und die Kraft, die Gefühle vertrauen. Das ist die Beste, was du jetzt tun kannst. Denkt er an eine andere Frau? Diese Karte zeigt, er stürzt in die Tiefe, wenn auf jemand sich einlässt. Das ist ein Signal, er hat keine andere Frau. Denkt er an dich? Diese Karte bedeutet eine Übergangsphase. Er bewegt sich in deine Richtung und er muss etwas loslassen. Das ist die Zahl 6 und natürlich die Luftelement von etwas befreien, von etwas loslassen. Das kann auch seine Angst sein oder seine Enttäuschung in seinen Gefühlen. Und er bewegt sich in dieser Brücke. Er betrachtet es momentan als Übergangsphase. Liebt er eine andere Frau? Diese Karte zeigt, er winkt mal zu, hallo, aber flitzt weiter. Also er bleibt nicht stehen, er hat keine Interesse oder keine Gefühle für eine andere Frau. Liebt er dich? Das ist die romantische Gedanken. Der Mond bedeutet die Träume, die Sehnsüchte. Er hat seine Sehnsüchte und er möchte zurück. Das ist sehr gefühlsvoll, dieses Bild. Aber momentan entspricht es nicht die Tat, sondern das ist mehr seine Fantasie. Hat er Angst? Dieses Bild zeigt keine Angst, weil hier die Sonne, das leuchtet, also das ist nichts Angst, löst keine Angst aus, also es ist nicht die Angst, aber er ist stur wie ein Esel. Kommt er zurück? Er findet den Weg zu dir zurück, aber er muss das noch sauber machen, etwas noch bereinigen. Woran liegt die Lösung? Was kannst du tun? Erstens, gib ihm eine Chance, dass er zurückkommt, so ähnlich wie hier. Lass die Türe, Fenster, lass alles offen. Aber such auch anderen Kontakte. Die Zahl 3 zeigt in diese Richtung. Das bedeutet nicht, dass du jetzt einen anderen Mann suchen sollst, sondern diese Zeit, bis er wieder da ist. Und die Zeit zeigt hier Oktober an. Sollst du nicht jeden Tag zu Hause sitzen, traurig sein und auf ihn warten, sondern du brauchst auch Lebensfreude. Such auch Freundschaften, Kontakte oder geh raus, dann kannst leichter damit umgehen. Liebe Sialina, das war diese Legung, kommt er zurück. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.